Ach, wie so ein Stein. Oh ja, Raketenwerfer. Dich schnapp ich mir. Die Dinger können nicht ins Wasser, oder? Ich hoffe nicht. Jetzt bist du dran. So. Isun ist wirklich ein cooler Charakter, ja. Okami ist definitiv ein geiles Spiel. Bin ich auch am Überlegen, das noch zu machen. Ich habe zwar vor ein paar Jahren mal gestreamt, aber da war es leider so, dass bei der Stream-Session, ja, ich halt sehr spät gemerkt habe, dass der Ton fehlte vom Spiel. Was mich sehr geärgert hat. Okay, muss ich jetzt in die Tiefe? Okay, gut, man schwimmt einfach runter. Ich meine, was hast du schon zu verlieren? Außer ein bisschen Luft. Hier ist gar nichts. Okay, schwimm hoch. Okay. Nochmal in die Tiefe. Das kann doch nicht für nichts sein. Tja, scheinbar doch. Okay, was soll's. Oh, hier ist nochmal so eine komische Figur. Da ist ein Loch. Da fallen diese Steine natürlich rein. Aber die bringen ja nichts. Also ich habe zumindest noch nicht wirklich verstanden, was die bewirken sollen, wenn die hier rumliegen. Auf Gegner schmeißen bringt, glaube ich, auch nicht viel. Oh, ich habe Zitronenbomben. Das Spiel ist auch ein klasse Spiel, Max. Also... solltest du selbst auch mal spielen, definitiv. Es ist echt ein geiles Action-Adventure. Wenn man sowieso das feudale Japan auch sehr mag, dann ist es noch perfekter, ne? Das war knapp mit der Energie. Ich nehme mal an, ich muss hier nach oben. Okay. Und wieso geht's denn nicht weiter, Rabe? Jetzt bin ich neugierig. Hier ist wieder so ein Stein. Da unten sehe ich Schlüssellöcher. Beziehungsweise etwas, was wie Schlüssellöcher aussehen sollen. Ah ja, okay. Ja, sowas ist natürlich wirklich dann blöd. Das heißt, Max, wenn du spielen solltest, dann stream es nicht, sondern spiel es für dich selbst. Geh mal da runter. Schauen wir mal, was mich hier erwartet. Hier ist auf jeden Fall ein Speicherpunkt. So. Wenn ich die Dinger jetzt aufschlage, geht nicht. Diese Äffchen kennen wir doch. Ist das eine heiße Quelle? Tatsache!
Ja, das ist cool. Die haben hier einfach meine heiße Quelle. Ach, ein Händler ist hier auch nochmal. Ich mache dir ein besonderes Angebot, okay? Ja? Was denn? Was hast du da? Tut mir leid, ich brauche nichts. Bleib warm und gut gefüttert auf deiner Reise. Lebe wohl. Okay, und wozu sind jetzt diese Dinger? Wahrscheinlich, um dort durchzuschwimmen. Okay. Ach so, nee, doch nicht. Da kann ich doch nicht durchschwimmen. Gut. Aber hier, nee, Moment. Okay. Das Eis muss wieder zerschlagen werden, natürlich. Falsch rum. Geduld. So, schnell raus. Hier gibt es schon wieder eine Sackgasse. Ich hatte gerade ein bisschen Angst, ob das vielleicht pieksen könnte. Dann geduld sie erst auch gleich. Ja, dem Spiel ist sowas ja egal, ne? Hauptsache Ladezeiten. So, platt ist er. Oh, scheiße. Ja, es piekst wirklich. So, schnell hoch. Ah, sieh mal an. Du hast dich hier auch verirrt. Ich kriege ein Schwert von dir. Dankeschön. Okay, hier muss ich in die Tiefe. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich habe das jetzt nur für so eine komische Knolle gemacht. Schnell nach oben. Ui. Luft hat gereicht. Was zur Hölle bist du? Okay, wahrscheinlich muss ich da drüben. Ah. Den Schalter oder was auch immer das sein soll, betätigen. Aua. Jo. Gut, ich habe alles überflutet. Scheiße. Da oben ist ein grüner Tropfen. Da muss ich jetzt den Wandsprung machen, ne? Geht das? Nee. Von der Seite? Geht auch nicht? Da muss ich wahrscheinlich den anderen Weg jetzt nehmen, oder? Sprich, ich darf jetzt zurückschwimmen. Gibt aber auch keine Abkürzung oder ähnliches, ne? Zumindest sehe ich jetzt gerade nichts derartiges. Nur da diese Gittertür. Nach unten. Ach, scheiße. So, jetzt habe ich's. Nach unten, Goemon. Nicht nach oben. So, schnell nach oben. Scheiß auf alles. Du brauchst Luft. Okay, hier wäre auch eine Brücke. Ich schwimme auch noch mal hier unten durch. Gut, jetzt bin ich auf jeden Fall hier.
Hier konnte ich vorher noch nicht lang. Alles klar. Eieiei. Okay, dann mache ich erstmal diese Viecher platt. Die schreien ja förmlich danach. Dafür gibt es wenigstens auch Geld. Also kann ich in dem Fall auch positiv sehen. Noch mehr Schwerter. Auf dass die Taschen noch voller werden. Na, komme ich jetzt hier zu der Brücke? Ja. Dann ist das schon mal der Weg. Ah, was? Okay. Den ich gehen müsste. Wenn diese Fledermäuse nicht wären. Alles klar, also die Gegner sind daran schuld, wenn ich erfriere. Also zum Schneemann mutiere. Na, zurück, Goemon. Da bist du jetzt gerade sehr ungünstig. So. Schnell hier raus. Okay, jetzt wäre die brennende Frage. Hier finde ich nichts Spannendes mehr, ne? Sieht nicht so aus. Dann mache ich doch erst nochmal den Weg. Jetzt auf jeden Fall auf kommende Fledermäuse aufpassen. Die nicht mehr kommen. War nur die eine. Es wird hell. Das waren jetzt alle, ne? Mich nur noch mal umsehen, ob hier noch irgendwo was ist, aber nee. Da auf der Plattform, wo der Tropfen war, ist auch nichts mehr. Da muss ich jetzt wohl wirklich zurück. Ja, dann würde ich sagen, folge ich jetzt mal hier den Weg, wo die Eiszapfen waren. Hier ist er. Okay, ab in die Tiefe, Goemon. Schwimmen! Okay, schwimm schneller. Geduld. Mal wieder. Soweit so gut. Okay, hier ist schon mal ein Teil zerbrochen. Dann muss ich da jetzt einmal rein. Das muss ich noch machen und das. Ich muss jetzt also in jedes dieser Schlüssellöcher tatsächlich reingehen. Na gut. Zumindest habe ich jetzt verstanden, wie das funktioniert. Auch wenn die Schwimmerei etwas ätzend ist. Ich wollte noch mal kurz speichern. Wenn ich schon mal den eingeschafft habe. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen. So, schwimm durch. Na, falsche Richtung. Ein bisschen schwer mit dem Schwimmen tue ich mich schon. Falls man das noch nicht gemerkt hat. So, wie funktioniert das jetzt? Ich muss da hoch. Ah, okay. Ich muss den Wandsprung hier benutzen. Jop, funktioniert wunderbar. Nein, was? Okay, das war wieder tief.
Jetzt habe ich's. Ich bin oben. Geh weg. Nein. So. Hast du davon? Ich würde mal sagen, das hat die Fledermaus nicht anders verdient. Wenn sie mich einfach mal Schnee manifizieren will. Okay, ist nur zum Luft holen. Ja, ist nur eine Decke. So, weiter, Goemon. Noch ein Stück. Ach ne, hier wird wieder scharf geschossen. So langsam mag ich diese Gegner nicht. Da sind sie. Sogar eine Fischkanone auch noch. Nee, lass mich los. Geh zu Boden. Oder zerspringe. Zerspringt tut er auch nicht. Er verschwindet da einfach ins Nichts. Gut, der Wasserspiegel ist gestiegen. Oder steigt immer noch? Ach du Scheiße. Es nimmt noch ein Ende. Ich hatte gerade Angst, ich ersaufe. Aua. Darf ich auch noch hochkommen? Danke. Nein, die lassen mich nicht. Geschieht denn recht jetzt? Das war die Strafe. Du bewachst hier also diese Truhe. Ich will wissen, was drin ist. Gib mir all euer Gold. Okay, ein Salmon-Reisbällchen. Es gibt auf jeden Fall sehr viel Energie zurück. Jetzt bin ich wieder hier. Ich bin mit diesem Raum noch nicht fertig, oder? So. Ich höre noch Gegner. Dann bin ich bei Weitem noch nicht durch hier. Ne, da muss ich echt noch in dieses Loch hier. Na, geh hin, Goemon. Hallo! Nicht hängen bleiben. Durchschwimmen. Ne, hier ist nichts. Aber hier. Ich muss auch sagen, wenn ich diese Eishöhlen so ansehe, denke ich auch irgendwie an die alten Tomb Raider Spiele. Was irgendwie auch ähnlich so da aussieht. Würde mich nicht wundern, wenn Konami diese Eishöhle davon abgekupfert hat. Oh. Gut, hier muss es weitergehen. Da ist ein Tropfen. Wo ist der Schalter? Nein! Ich wollte nicht in die Tiefe. Okay, ich muss auf diese Ecke. So schwer es auch zu sein scheint. Aber da muss ich hin. Nur da greift er sich irgendwie nicht fest. Goemon, wo ist dein Problem? Einfach nur festhalten.
Ist doch eigentlich nicht so schwer. Ja, gut, das klappt auch nicht mit dem Wandspruch. Schade. Nee. Ach Mann. Nee. Ah, jetzt klappt's. Okay. Seltsam. Zweiter Tropfen zerbrochen. Oh, hallo Fledermaus. Du bist ja auch noch da. Ja, dann kann ich jetzt erstmal wieder abtauchen. Und jetzt muss ich nur noch hier rausfinden. Das kann ja was werden. Oh, was? Ich kann sogar alles sehen. Erstmal alles durchglitschen. Böses Vieh? So, gibt's hier Luft? Gibt es. So, schnell wieder nach unten. Wenn die nicht hängen bleiben würde. Scheiße. Ich hätte das Gefühl nicht los, dass ich hier falsch schwimme. Nee, ist doch nicht falsch. So, jetzt nach oben. Schnell. Sehr schön. Das reicht. Gut, den zweiten haben wir geschafft. Dann bleiben noch zwei. Okay, speichern.